Rose Fröhlich, echter Patientenfall, Insulinresistenz, Abnehmen, Laborwert. Ich bin die Rose Fröhlich, eure Ernährungstante, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Echter Patientenfall, und zwar hatte ich eine Patientin in der Beratung, die gerne Gewicht abnehmen wollte und das leider nicht so richtig funktionierte und sie wusste nicht genau warum. Wir haben dann besprochen, ich bin ja selber von Beruf Diabetesberaterin, dass es eine sogenannte Insulinresistenz gibt. Wie komme ich da drauf? Die Patientin berichtete, dass in der Familie Diabetesdiagnose ist und die Wahrscheinlichkeit, die Vorstufe eines Diabetes, der sogenannte Prädiabetes, kann eben eine erhöhte Insulinausschüttung sein. Man nennt das manchmal auch Insulinresistenz, nicht unbedingt Prädiabetes. Und diese erhöhte Insulinausschüttung kann man tatsächlich messen. Und zwar ist es so, dass man ganz normale Blutabnahme, kennt ihr ja, mit Röhrchen beim Arzt. Häufig machen die Endokrinologen das tatsächlich auch für gesetzlich Versicherte. Es ist immer so, dass man den Hausarzt fragen muss, ob er es macht. Wir brauchen für diesen sogenannten Hummer-Index vom Labor einmal eine nüchtern Glucose und wir brauchen die nüchtern Insulinspiegel. Diese Werte werden dann mit einem gewissen Faktor vom Labor ausgerechnet. Man kann auch ins Internet gehen und einen Hummer-Index-Rechner rausnehmen und dann Glucosewert und nüchtern Insulinspiegel, die man dann am selben Tag gemessen bekommen hat, eingeben. Und dieser Hummer-Index sagt uns dann, wenn er über 2 ist oder höher, dass die Wahrscheinlichkeit einer Insulinresistenz da ist. Es bedeutet dann, dass wir ab 2 eine erhöhte Insulinausschüttung haben. Alles, was unter 1 ist, ist sozusagen der Normalbereich. Und wenn ich höher bin, 2, 3, 3,5, 4, 5 oder 6. Ich hatte letztens auch eine Patientin mit einem Hummer-Index von 8. Das heißt, wir haben an der Stelle dann eine hohe Insulinausschüttung. Und an den Stellen ist es immer so, dass man einfach, wenn eine hohe Insulinausschüttung kommt und ich viele Kohlenhydrate da drauf esse, Teller voll Nudeln, helles Brot, mehr Toastbrot nacheinander, dann werden Laugenbrezel oder Laugenbrötchen oder so, dann werden die Kohlenhydrate durch die höhere Insulinausschüttung schneller zu Zucker umgewandelt und dadurch machen die schneller Körperfett, weil das Insulin, eine höhere Ausschüttung, dazu führt, dass schneller aus dem Zucker der Kohlenhydrate dann am Ende auch Körperfett wird, vor allen Dingen dann, wenn es die Energie nicht verbraucht wird. Deswegen fördert diese Insulinresistenz tatsächlich auch die Gewichtszunahme. Und für alle die, die nicht in der Abnahme stehen, für alle die, die nicht wissen, ob sie es haben, dafür kann man eben diese Laborwerte machen. Bei einer Insulinresistenz selber ist es dann wichtig, die Kohlenhydrate anzupassen. So, ihr Lieben, also Hummer-Index, nüchtern Glucose, nüchtern Insulinspiegel, ganz wichtig, 12 Stunden nüchtern vor dieser Abnahme sein. Das heißt, wenn ihr um 7 Uhr Labor habt oder um 8 Uhr, müsst ihr genau 12 Stunden vorher aufhören mit dem Essen. Das heißt, ich brauche wirklich die 12 Stunden Nahrungskarenz. Sonst, wenn ich nämlich später was esse und mache am nächsten Morgen den Insulinspiegel, dann kann noch eine Nachwirkung des Essens sein. Und daher ist es wichtig, diese 12 Stunden nüchtern zu haben. Jo, ich hoffe, ihr könnt da was mit anfangen. Ganz liebe Grüße erstmal. Habt einen schönen Tag. Eure Sandra.